Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu Go for the Kill bei Kinsey. Oh, Häuser. Oh shit, ist der close. So, Military Backpack, Ammunition. Tür ist wieder zu. Sehr gut, sehr gut. Immer schön die Türen zu machen, wisst ihr ja Bescheid. Also das Rennen, das buggt irgendwie. Das wirkt dann so, als würde es laggen. Na, ihr seht's ja. Das ist nur, wenn ich auf Sprint, also falls es überhaupt Sprinten sein soll. Und das ist reinzoomen, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei. Ich weiß nicht, wo Sachen versteckt sein können, ob sie auch hier drin liegen oder wirklich nur immer auf dem Boden der Tatsachen. Aber was ganz klar ist, ich muss das Game lauter machen. Ich hab's auf 45% gehabt. Bin ich durchgepeitscht oder was? Oh shit, hier hinten ist keine Tür drin. Hier kann jederzeit einer reinschlappen. Alles klar. Ich gehe nochmal in die Garage. Ich sehe und höre hier niemanden. Geht die auf? Nicht. Okay. Ja, das Dumme ist, dass die Gülle jetzt näher kommt und ich nach wie vor keine Map habe. Kann ich eine zweite mitnehmen? Es ist aber ziemlich schwachsinnig, ne? Es sind nur noch 11 live. What the fuck? Ich habe hier die ganze Zeit keine Schild. Oh, die rote Wand. Und sie kommt zu mir. Ach du Scheiße. Habe ich auf 8 irgendwas? Ah, jetzt geht's! Ah, oh, Mensch, es geht, Leute. Alles ist in Ordnung. Ich bin in C4. Es wird sogar markiert. Okay. Jetzt läuft's, Leute. Nice. Letztes Mal habe ich entweder falsch gedrückt. Was habe ich denn da gemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mal gemacht habe. Irgendwie habe ich dumm gespielt halt einfach. Hier war ich in der ersten Aufnahme, da wo ich Erster geworden bin. Ihr habt richtig gehört, ich bin mal Erster geworden. Direkt bei meiner ersten Aufnahme. War wahrscheinlich eher Luck. Also West, Nordwest passt. Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen. Es sind eh nur noch 5 für live. Ich denke mal, das wird wieder easy in erster Platz. Non locker. Ich könnte auch einfach nur nach Norden gehen. Ich bin hier unten irgendwo gewesen. Ich versuche jetzt einfach hier hochzugehen oder irgendwie so. Hoppala. Man kann die nicht mit 8 wieder zumachen. Bei 5 Leuten muss man schon ein bisschen aufpassen. Ah, ganz klar. Komme ich da hoch? Ja. Wo die sich rumtingeln. Ich habe aber die ganze Zeit keine Schüsse gehört. Oh, da wurde eben einer gekillt und ich habe nichts. Gar nichts gehört. Man kann übrigens, während man weiterläuft, die Karte öffnen. Es funktioniert. Ah, warte mal. Jetzt. Du, man muss da einmal reinklicken. Da unten steht's ja. Ah. Ich denke, dass die alle woanders sind. Weil ich höre nichts. Es wird eben einer gekillt. Ich höre immer noch nichts. Das ist schon echt ein sehr cooler Modus. Das ist wirklich toll gemacht. Wenn man da erstmal reingefunden hat, ist optimoppel. Ich denke, diese Häuser könnten mein Ziel werden. Da in C2. So groß ist die Map auch wieder nicht. Also, entweder gibt es mehrere oder ich habe da einfach nur verschiedene Bilder oder Videos gesehen. Also, hier aus dem Eck und da aus dem Eck. Es sah riesig aus. Oh, ultra foggy. Oh, guck mal, cool. Ich kann direkt am Rand entlang laufen. Wie weit man hier schauen kann. Das ist natürlich jetzt vielleicht von Vorteil. Wenn ich in C2 stehe, also hier drin und Richtung Norden gucke, müsste ja jetzt, ist das hier? Ja. Oh fuck, da schießt einer. Alles klar. Wo? Auf mich scheinbar nicht, okay. Aber wo? Wo wird da geschossen? Was wird hier veranstaltet? Ist ja gerade ein Schuss, ich glaube hier ist gerade was eingeschlagen bei mir, ne? Chat ist disabled, okay. Ich wollte was schreiben. Ja, ich bin gerade jetzt ein bisschen angeschissen, also da unten ist schon einer in dieser Gas Station oder was es ist. Und mir wird jetzt der Hintern immer weiter abgeschnitten. Ich glaube, dass er auf mich geschossen hat, der andere da unten. Achso, man hat ja ein Fernglas. Wartet mal. So. Also ich glaube, dass hier unten einer ist. Und er hört mich sicherlich auch, wenn ich runtergeschlappt komme. Oh, an dem Stein könnte auch noch was sitzen. Aber vielleicht ist der Stein auch meine Option. Lass mal noch kurz in die Stadt da gucken oder in diese Häuser, von da einer kommt. Das ist echt kacke, der Wald ist im Weg. Ich gucke jetzt mal geschwind, wo die Wand gerade ist. Ah, das kann ich vergessen. Das kann ich vergessen hier, in dem Dunst. Jetzt ist halt die Frage, wie gehe ich runter, wie gehe ich ran an die ganze Sache. Ich könnte jetzt frontal kommen und dann einfach, ja, da reinschauen. Scheinbar hat noch niemand durch das Glas durchgeschossen. Lass uns mal noch die Steine hier abchecken. Da ist einer. Okay, alles klar. Ich gehe kurz an den Stein da. Ich weiß nicht, ob er mich schon gesehen hat. Nee, scheinbar nicht. Ich könnte auch versuchen, jetzt um ihn drum herum zu gehen und dann von hinten zu kommen, aber... Oh shit, er läuft gerade rum, er kommt zu mir. Ja gut, wenn du zu mir kommst, mein Sohn. Ja, komm rüber. Sehr schön. Oh, ist er jetzt runtergefallen? Da ist er hat mich gesehen. Ich habe ihn auch gesehen. Jetzt geht's um die Wurst, mein Freund. Die Frage ist halt auch jetzt, wo der dritte ist. Oh nein, er hat mich, der Sack. Was heißt jetzt 20 AP? Dass er das noch hatte? Ich habe kurz überlegt, nachdem ich angefragt war, eine Bandage zu nehmen und nicht weiter zu facen. Hatte er 20 AP oder habe ich ihm 20 AP gegeben? Also abgezogen. Gegeben. Ich bin Medic. Immerhin in die dritte Platzierung. Aber ich glaube, da geht noch mehr. Ich habe auch mein Glückst-T-Shirt an. Na, hier, der Dumperblam. Wenn du kein Glück hast, haben halt die andere Glück, ne? So ist es im Leben. Naja, ich hoffe, es war trotzdem spannend. Ich werde das gleich in die nächste Runde pressen. Und natürlich Erster werden, ganz klar. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, was zu tun ist, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Endlich wieder mit Webcam übrigens. Ja, ja. Letztes Mal war der weg.